Um einen sinisteren Zauberer wie Malagrade zu besiegen, war mehr notwendig als ein bloßer Sturmangriff. Der Gefahreninstinkt des Brabaker Magus warnte ihn vor Gefahr. Seine Haare stellten sich wie die einer Spinne auf. Der Kampfmagus aus Betana stürmte heran, Schwert pockte auf Stab und bevor Abelmir sich recht versah, spie der Nekromant eine Pestwolke aus Fliegen aus seinem Mund. Der miasmatische Gestank kam so plötzlich, es roch nach schwelenden Wunden und Eiter. Dann brach er zusammen. Raphim zögerte eine Sekunde zu lang und ging dann ebenso auf ihn los. Ein gleißend heller Blitz in den Gedanken der Basaltfaust warf seinen Angriff zurück. Stechende Kopfschmerzen bohrten dem Krieger ziehend in die Augen. Ein weiteres, grauntes Zauberwort von Malagrey. Eisenrost und Patina, Samana, Basil. Und er konnte sich binnen Sekunden nicht mehr bewegen. Er hörte, wie die schweren, untoten Mammuts auf ihn zukamen. Und dann traf ihn ein harter Schlag. Und alles tat weh. Einige Zeit später. Ihr wacht wieder auf und mit dröhnendem Schädel wird euch gewahr, ihr sitzt in einem Knochenkäfig. Alle zusammen, die vier Leute, gefangen genommen. Von Malagrey und den merkwürdigen Voodoo-Kriegern. Ihr seid wohl alleine. Nur ein weiterer Blutkäfig, der neben euch steht, mit zahlreichen Geopferten. Ihr könnt erkennen, wie wohl ihre Brustkörper aufgebrochen worden sind und Organe entnommen wurden. Aber das ist schon einige Zeit her. Nur ein merkwürdiges Ziehen an eurem Geist. Ein Reißen und Kreischen, als ob irgendetwas eure Seele gewaltsam entfernen wollen würde. Eure Schatten mögen nicht ganz an eurem Körper haften, eure Konturen zerfließen ein bisschen, während ihr dort oben auf den schwarzen Pyramiden sitzt und euch wieder das Bewusstsein küsst. Verdammt. Signore, seid ihr wach? Ja, es sieht wohl so aus. Verdammt, er war schnell. Ihr müsst uns hier rausbringen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber einmal ein blitzendes Licht und bam, und dann waren wir hier. Ja. Lass uns einmal umschauen. Ich guck mich mal um. Wir sind oben auf der Pyramide, oder? Ihr seid oben auf einer der schwarzen Pyramiden, eine von vielen, die euch mittlerweile auffällt. Ihr könnt von diesem gewaltigen Berg, ob das wirklich ein Berg ist, ihr habt ihn bestiegen, ja, aber um euch herum viel Urwald. Seid ihr überhaupt noch auf Aventurien? Zahlreiche weitere schwarze Pyramiden und ja, du erkennst auch wieder diese Rabengestalt, Stein, die auf einer weiteren schwarzen Pyramide hockt. Er wird uns dem Raben opfern. Er wird uns alle umbringen. Ich will ihn nicht sterben. Ich habe Frauen, Kinder. Er wird uns nicht dem Raben opfern, sondern einem Erzdämon. Was soll denn das sein, wenn nicht ein Erzdämon? Ich bin verwirrt. Ich sag dir, nicht dem Raben. Was ist unser Plan? Wir müssen hier raus. Wie? Aber schaut euch um. Schaut nach Schwachstellen am Käfig. Ich glaube, der Käfig müsste mit der vielen Kraft fallen, um kaputt zu gehen. Aber das würden wir nicht überleben. Wir könnten den Käfig sicherlich versuchen, von die Pyramide zu rollen, aber ja, das wäre auch unser Ende. Schau mal nach unten, wie hoch hängt der Käfig denn? Er steht auf der schwarzen Pyramide, aber eben oben drauf auf dem Plateau. Wie groß die Pyramide ist, ist schwer abzuschätzen. Du kannst die Mammuts oder diese riesigen, gewaltigen, behaarten Elefanten erkennen, wie sie dort unten irgendwelche schweren Lasten von A nach B transportieren. Ja, sie müssen tot sein. So verfallen und zerrottet, wie sie aussehen, aber sie transportieren weiter Dinge. Ihr seid vielleicht auf einer Höhe von grob 50 Schritt? Also schon sehr hoch. Gut, dann schaue ich mal eine Seite vom Käfig an, die von
meinetwegen nach Norden, keine Ahnung, ist ja völlig wurscht. Vom Melagrave wegfahren und so. Ja, Melagrave wurde es, weißt du nicht. Und ja, du blickst dich, wie gesagt, um. Neben dir steht halt noch ein anderer Käfig, wie gesagt, mit den anderen Verstorbenen. Ich wüsste eine Möglichkeit. Sie raubt mich allerdings vermutlich fast aller Kräfte. Wir müssen dann sehr schnell verschwinden von hier. Was habt ihr denn vor? Magie. Mach mal mir, ha? Trete zurück. Sie. Ich gucke jetzt mal den Käfig an. Der Käfig besteht nicht aus lebenden Materialien, oder? Knochen. Steht aus Knochen. Dann frage ich andersrum, Frank. Würde ein Desintegratus gegen diese Knochen wirken? Ja, wenn sie nicht magisch sind, dann ja. Ich würde vorher eine Unum würfeln. Ich würfel mal 3W20 am besten, oder? Ja, genau. Mach einfach mal 3W20. Schauen wir mal, was da so passiert. Da ist eine 20 drin. Damit ist er auf alle Fälle nicht so gut. Ich muss feststellen, ob er Magie wirkt oder nicht wirkt. Also ob er leuchtet oder nicht leuchtet, der Knochen oder die Knochen. Ja, du bist so ein bisschen irritiert von der ganzen Struktur hier, von dem dumpfen Hämmern auch noch in deinem Kopf, von diesem ekelhaften Tlalux-Odem oder was auch immer er dir da ins Gesicht gespien hat. Du fühlst dich auch so ein bisschen krank, als ob Mishkara an dir zehren würde. Und konzentrierst dich kurz, öffnest dein magisches Auge und der Käfig ist wohl nicht magisch. Gut, das sollte reichen. Du kannst wohl erkennen, wie jemand jetzt die Stufen nach oben tritt. Es handelt sich dabei um Melagrei und weitere Blutkrieger. Verdammt. Ich dachte, ihr würdet uns befreien mit eurer Magie? Seid still. Inaras kauert sich in eine Ecke und unterdrückt ein Wimmern. Melagrei, was wollt ihr von uns, außer uns opfern? Ja, steigt die Stufen nach oben. Die Blutkrieger sind gewaltig groß. Nicht hager, aber so einfach drahtig muskulös, als ob sie nur aus Muskeln bestehen würden, und überragen ihn um sicherlich zwei Köpfe. Erfim, du hast mich verraten. Wir wollten Abel mir opfern. Was? Du hast gegen die Gebote verstoßen. Warum? Weil ihr die Götter betrügt oder was auch immer ihr hier tut. Wir wollen tiefere Erkenntnis. Erkenntnis über den Tod gewinnen. Das ist Boron gefällig. Also wenn ich mich umsehe, sehe ich viel, aber Boron würde nicht lächeln, wenn er das hier sieht. Und das wisst ihr genauso gut wie ich. Ich will die Rabenklaue. Und die hat mich viel Kraft gekostet. Zurück an die Seite des Käfigs. Oder? Was? Er deutet mit seinem spindeldürren Finger auf Jeff. Sisi? Komm her! Signore, bitte nicht so umbringen mich. Ich habe Frau und Kinder daheim. Komm zu mir. Er tritt an den Käfig heran und du kannst viel zu spät erkennen, dass etwas in seiner Hand funkelt. Dann kannst du schmecken. Das Instrument in seiner Hand, was sich in dich hineinbohrt, schmeckt anders nach. Der Salzgeruch eines Skalpells, du kannst die eiserne Härte einer Zange spüren und Signore, warum? Ich habe nichts gemacht gegen euch. Alles ist plötzlich so warm, so entfernt. Du siehst noch kurz deine Kinder, deine Tochter. Maria! Deine Frau, sie entfernt sich langsam von dir. Das ist das Totenreich, was auf dich wartet, aber deine Frau ist irgendwo anders. Du wirst sie niemals wiedersehen. Es ist alles dunkel. Es ist... So fühlt sich Sterben an. Und dann, nachdem es alles so heiß war in deiner Region, du blickst nach unten, kannst den roten Saft sehen, wie er aus dir rausfließt. Und das ist dein Herz, was Melagrei in seiner Hand hat. Er zerdrückt es und so wie er es zerdrückt, fällst du auf die Knie und bist tot. Du siehst, wie du dort liegst in dem Käfig. Alle Schmerzen, nur Schmerzen. Du bist tot, aber du leidest weiter. Ja, warum ist mir das tot? Es tut so weh. Und es ist... Oh, dieser Melagrei. Ich will ihn schlagen. Ich
gucke, ob ich ihn schlagen kann. Na, du spürst dieses Verlangen, dieses Ziehen, diese Schmerzen immer noch in deiner Brust, wie er drückt das Herz und er soll aufhören. Du kannst es weiter riechen, immer noch dieses Skalpell, immer noch diese Bleiche, was auch immer mit Chemikalien da getan hat, aber du weißt, dass diese Schmerzen aufhören, wenn du einen neuen Körper bekommst, der keine Wunden hat. Du blickst gierig zu der Frau, du blickst zu dem Magus aus Betana, aus Belhanka, du weißt es nicht genau, der Weißmagier und die Basaltfaust. Ein großer Körper, du könntest in ihn einfahren. Wenn nehme ich sie, soll ich die Frau oder den Magier oder dieser große, starke Mann? Aber sie sind alle in den Käfig. Ich muss nach draußen. Ich muss einen von draußen nehmen. Dann komme ich zurück und räche mich an die bösen Magier. An alle Magier. Sie werden knien vor mir. Ah, ist Rache, Rache. Wer und dann sind da wieder diese Schmerzen in deiner Brust. Du willst so viel, aber du wirst einfach wahnsinnig durch diese Schmerzen, die dich jedes Mal erneut sterben lassen. Ja, ich gucke, ob ich jemanden von draußen besessen oder besitzen kann. Du fliegst umher, nur einen Augenblick und du bist unten 50 Meter getan, du blickst auf die riesigen Mammuts und dann, da ist dieser Schwarzoger. Du siehst noch an der Keule, dass das Gehirnstück von, du weißt nicht genau, war das Rodriguez, der einfach zermanscht worden ist. Ah, du sollst mir ein Körper sein, Schwarzoger. Dich verleibe ich mir ein. Ja, und ich würde vom Schwarzoger Besitz ergreifen, wenn das gelingt. Währenddessen Abelmir, Rafim und ihr könnt erkennen, wie Melagray hat einfach euren Söldner getötet. Er hatte Frau und Kinder, sagt er zumindest. Dafür wirst du bezahlen, Melagray. Nein, nicht in diesem Leben. Das war gut. Etwas mehr astrales Geflecht für Blutmagie. Du, Morenes, dein Körper und dein Blut brauchen wir noch. Wir werden damit Xiaotl bezahlen. Und du sagst, du bist kein Ketzer und du bist ein Erzketzer. Du verrätst alles, was du geglaubt hast. Das, wenn was ich hier tue, ist notwendig. Das ist Frevel und das wisst ihr. Wir sehen uns noch. Afim, du wirst auch im Tod ein guter Diener sein. Wärest du doch nicht so stur gewesen, dort hättest mir vertraut. Komm, Grekula. Komm, Ongbaka. Wir gehen. Der Tänzer steht auf. Aber der Käfig ist immer noch zu. Ja, ich sagte, es tut mir leid. Dass Jeff dran glauben musste, aber wir werden jetzt fliehen. Inneres nickt heftig. Und ich würde mal in Richtung der hinteren Gitterwand, Knochenwand, den Destiny gratis wirken. 3W20. Du versuchst dich zu konzentrieren, die magischen Geflechte zu verbiegen und dann aufzureißen, die Knochenwände wegzudrücken, aber... Ich würde mir dabei Zeit lassen, also... Ich kann es aber nicht einstellen bei 3W20, oder? Das hilft natürlich, aber bei der Probe würde es dir nicht gelingen. Verdammte Umgebung. Rafim, schaut mal, ob ich wenigstens die Knochen schwächen konnte. Ja, Rafim, du kannst sehen, wie Jabel mir Blut aus der Nase läuft. Ja, ich würde es probieren. Versuche mal, die Knochen an der Stelle anzugreifen, auseinanderzureißen, wie auch immer einzutreten, da wo er auch schon gearbeitet hat. Deine Kraft ist zwar gewaltig, du bist eine Basaltfaust, aber kein Krieger Kors. Drückst und ziehst, das hier wurde wohl gemacht, um Stärkere wie dich festzuhalten. Vielleicht für Blutkrieger. Ich muss es noch einmal probieren. Ich würde jetzt Blutmagie einsetzen.
und mir dabei Zeit lassen. Sieht mal, in einem anderen Käfig. Kommt ihr dahin? Mein Arm ist nicht lang genug. Was? Vielleicht könnten wir diesen Knochen da nehmen und das Schloss knacken. Ja, ich versuche mal, diesen Knochen mir zu greifen. Wir könnten diesen Käfig hochheben, oder? Also wir fast links, ich rechts an. Wir können schon zwischen die Knochen Streben stellen oder den Käfig hinschleifen oder bewegen oder tragen, wie auch immer. Ja, versuchst so ein bisschen aufzustehen, ist natürlich nicht ganz so gemütlich und währenddessen greift Rafi mit seinen langen Armen einmal durch den Käfig durch und auf der anderen Seite wieder rein. Und du erwischst viel irgendwie sowas wie einen Beckenknochen oder so etwas, ein Stück Rippe oder sowas, was dir da noch entgegenstackt. Ja, ich drücke ihn hier in der Hand. Hier, wenn ihr das Ding aufbekommt. Ein Rippenknochen. Mhm. Dann versucht Inaros den erstmal zu brechen, um eine feinere Spitze zu kriegen. Also schlägt den auf den steinernen Boden. Und wenn der Knochen zerbricht, dann greift sie nach den Gitterstäben und fischt hektisch mit zitternden Fingern nach dem Schloss. Sie sieht zwar nur die Rückseite davon, aber sie versucht da mit den Knochenspitzen irgendwie reinzubohren. Ja, und du versuchst es, aber da sind immer noch diese Schmerzen. Du bist zwar Schmugglerin und du hast das oft schon gemacht. Die Idee ist gut, aber das letzte Mal, die letzte Portion Samtauch ist schon so lange her. Du zitterst einfach zu stark. Lasst mich jetzt probieren. Ich wisch mir die blutige Nase an der Robe ab. Gib her. Ich schaffe es einfach nicht. Inaros tritt dankbar beiseite. Ist gut. Ich schaue mir jetzt mal das Schloss an, von innen an. Ob ich irgendwas entdecke? Na, das Schloss ist nicht wirklich komplex, nicht kompliziert. Kein zwergisches Meisterschloss. Das könnte man tatsächlich vielleicht sogar mit diesem Knochenrippen brechen. Ja, ja. Ein bisschen Mechanik bräuchte man. Dann probiere ich mal, diesen spitzen Knochen in das Schloss zu drücken und probieren diesen kleinen Hebel, den ich glaube entdeckt zu haben, zurückzustoßen und zu fixieren irgendwie. Du drehst und ziehst ein bisschen und dann knackt irgendwas im Inneren. Du weißt nicht, ob es der Rippenbogen ist oder das Schloss. Ein paar Jahre später. Abelmir, du betrittst, nachdem du die Fingerabdrücke betrachtet hattest, einen großen Saal, einen Salon. Alles ist dunkel, düster. Ein Ohrensessel auf der anderen Seite und ein Kamin mit zahlreichen Feuern, die dort brennen. Und was dir auffällt, ist, dass dieser Salon wohl so etwas wie ein kleines Museum ist. Du kannst zahlreiche Gegenstände erkennen, die in Glasvitrinen eingeschlossen sind. Nichts Besonderes und auch nicht wirklich beschriftet, aber warum sammelt er denn Steine? Zumindest das hier ist ein Stein. Das andere ist eine Fiole mit Wasser? Bist du nicht ganz sicher, was das soll? Das andere ist ein Schlüssel. Nicht sehr unscheinbar. Ein normaler Schlüssel. Eine Feder, die dort liegt, auf einem Kissen aus Samt. Ja, ich würde den Raum betreten. Ist schon jemand da, oder? Du kannst den Ohrensessel erkennen, der ist dir wohl mit der Lehne zugedreht. Vielleicht sitzt da jemand drin, das kannst du nicht erkennen. Aber doch, wenn du in der Dunkelheit hineinstarrst, da ist wohl die Hand, die bleiche Hand eines Mannes darauf zu erkennen. Vareno Willmann? Richtig. Nun, wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Ich würde mal den Raum betreten und probieren, um den Sessel zu umrunden, dass ich den Person sehen kann. Du kannst sehen, dass er wohl seinen Zeigefinger hebt. Das ist ein eindeutiges Signal, dass du stehen bleiben sollst. Nun, wir haben einige Dinge zu besprechen. Dann fangt an. Nun, ich weiß, dass ihr im Rat dieser Stadt sitzt und mir wurde zugetragen, ihr seid nicht glücklich mit dieser Position. Er behauptet das. Leute, die informiert sind. Ich habe mich wählen lassen.
Nun ja, ist es trotzdem richtig, dass ihr, nun ja, die Zeit, die ihr im Rat verbringt, lieber anderen Dingen widmen würdet? Was wollt ihr von mir? Nun, ich möchte euch ein Geschäft vorschlagen, eine Übereinkunft, könnte man sagen. Sprecht. Ihr überlasst den Sitz im Rat, eure Position im Rat, jemandem anders. Koragon Kugas. Ich kann meinen Sitz nicht weitergeben. Ich kann nur abdanken. Nun, dann werden wir abdanken. Was gebt ihr mir dafür? Nun, das läge bei euch. Was wollt ihr? Den Namen eures Schiffes. Ihr wollt nur den Namen? Ja. Verstehe ich euch richtig? Ihr wollt, dass wir das Schiff nach euch benennen? Es sollt mir den Namen der mondsilbernen Drachentöter überlassen. Ich bin mir noch immer nicht sicher, ob ich euch richtig verstanden habe. Wollt ihr, dass wir das Schiff umbenennen oder wollt ihr nur die Planke mit dem Schiffsnamen? Ich will den Namen. Nun, den Namen kennt ihr schon. Also ihr wollt diese Planke mit dem Schiffsnamen, richtig? Überlasst mir den Namen und ich danke ab. Nun, was müsste ich dafür tun, um euch den Namen zu überlassen? Würfel mal Götter und Kulte. Sagt einfach ja. Würfel nicht Götter und Kulte. Würfel nicht Götter und Kulte. Es kann nur schlecht für uns werden. Oh, fuck. Keine 13 Sternchen. Du hast keine Ahnung, was das mit dem Schiffsnamen zu tun hat. Er will offensichtlich nur den Namen. Vielleicht die Planke, du weißt es nicht. Der Vertrag ist einfach nicht gut formuliert. Was versprecht ihr euch von diesem Namen? Ich will ihn haben. Ich sammle Namen. Nun, wenn ihr nur die Planke von dem Schiff haben wollt, überlassen wir sie euch gerne. Die Planke. Euer Schiff kann gleich bleiben. Ich will nur den Namen. Wie gesagt, was muss ich tun, um euch den Namen zu überlassen? Sagt ja. Und ich danke ab. So sei es. Gemacht. Ja. Ich werde dem Rat der 12 meine Abdankung erklären. Nun, ich denke, das stell dich ein hier. Sollte unter uns bleiben, nicht wahr? Es ist mir gleich. Nun, da wir das Geschäft nicht erledigt haben, ich interessiere mich sehr für eure, nun ja, nennen wir es Kunst, eure Wissenschaft hier. Für die Deodanten. Seid auch ein Kenner. Nun, ich würde mich nicht als Kenner bezeichnen, sondern als Anfänger in der Manipulation der Zeit. Das hat nichts mit Deodanten zu tun. Nun, ihr studiert die Vergangenheit und die Zukunft, nicht wahr? Ihr meint wahrscheinlich Garlek Willmann. Seine Kunst ist simpel. Nun, das würde ich so nicht behaupten. Sie ist sehr komplex. Wenn ihr etwas über die Unschärfe-Relation wissen wollt, müsst ihr mit Garlek sprechen. Ich sammle Deodanten. Und Namen. Ihr verratet mir vermutlich nicht, weshalb ihr dieses tut. Es amüsiert mich. Es amüsiert euch. So. Seht ihr den Pflasterstein? Ja. Und die Glasviole mit dem Regenwasser darin? Ja. Ein Pilger ist auf dem nassen Stein ausgerutscht. Er starb.
Seht ihr den Schlüssel? Ein Kind hat ihn heruntergeschluckt. Aus Versehen. Es wusste es nicht besser. Seht ihr die Feder? Ein Administratumsbeamter hatte sich auf sie gesetzt. War verschmutzt und er starb an einer Vergiftung.